wurde und freue mich, hier zum dritten Mal stehen zu dürfen. Genau. Jeder kennt mich, ich glaube, oder? Ich muss, nein? Okay. Genau, also für 2 Jahren kam ich nach Deutschland mit der Kursanwille. Nachdem ich meinen Sprachkurs abgeschlossen hatte, habe ich mich entschieden, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Und jetzt mache ich mein freiwilliges soziales Jahr am Staatstheater in Karlsruhe. Genau, das weiß ich. Ja, ich habe 2 Texte mitgebracht und gerade habe ich mich entschieden, einen zu lesen, vorzulesen. Versprich, der heißt nur einen Tag. Nur einen Tag, versprich mir Gott, nur einen Tag mit 24 nichtigen Stunden, welche von keiner Sorge geschüttelt und von keiner Angst verfolgt werden. Einen Tag nur, an dem ich mich wie ein kriechendes Tier auf meinen Rücken lege und mich gar nicht bewege. Einen Tag, welcher alle Wunden des verletzten Sprechens verdecke, an dem alle Fragen sich von alleine zurückziehen und verschwinden, sodass ich mich nur mit einer gleichgültigen Antwort zufrieden gebe. Nur einen Tag, an dem ich keinen lächelnden Wolf und kein vergossenes Blut sehen würde, an dem ich, woran die davon geflogenen Toten denken, nicht denke, an dem ich, woran die gelähmten Lebenden denken, nicht denke. Nur einen Tag, an dem ich kein geächteter palästinensischer Geflüchteter wäre, welcher bei jeder Behörde stundenlang seine unbenannte Staatsangehörigkeit erklären müsste. Einen Tag, an dem ich nicht als Asylbeantragender benannt werden würde, an dem ich nicht meines Namens wegen zu einem bestimmten Kreis ohne meinen Willen gehören müsste. Einen Tag, an dem es keinen Diktator gebe, der seine Handfläche fest mit denen der Imperialisten zusammenpresst, der mit seinen gleichen geöffneten Handflächen an den Gott unverschämterweise fleht, der uns immer überzeugen müsste, dass das beste Brot ist oder dass das beste Brot sei, dessen Weizen mit dem Blut des Arbeiters vermischt worden ist. Einen Tag nur, an dem wir alle gleich wären. Und nur du, der Allmächtige bist, so dass kein Mensch dieser Welt schuldig wäre, dass er als Afrikaner in Conakry geboren wurde, dass sie als muslimisches Mädchen in Myanmar zur Welt kam, dass es das 9-jährige Kind in Kalkutta entführt wurde und dass ich aus dem Land des göttlichen jüdischen Versprechens komme. Dankeschön.